Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. So, wir wollen jetzt endlich mal Kuwagiyaku besuchen oder finden. Schon seit mehreren Folgen, ich weiß, aber die ganzen Gräber und Kryptas und Erkundschaftungen und oh mein Gott, das hält alles so auf. Aber jetzt wollen wir da endlich unbedingt mal hin und auch die Story weiterverfolgen. Guckt sie hin. Da ist irgendwas drin. Ach so, ich habe mich schon gewundert, was man hier noch sonst noch abschießen könnte, um irgendwelche Errungenschaften zu erhalten. Also ich habe mehrere gesehen, aber ich habe die einfach nie abgeschossen. Na gut, wir gehen jetzt wirklich mal zu Kuwagiyaku, sonst komme ich ja nie weiter. Aha. Ha! Ich wusste es doch. Da ist noch eins. Ja, toll. Das ist doch voll getroffen. Na gut, es muss rot sein. Gesträubtes Gefieder. Zwei Stück fehlen uns da eigentlich noch. Ach, die will ich auch noch abschießen und finden. Oh, wo geht's denn hier hin? Oh, wo geht's denn hier hin? Ah, okay. Aber hier? Also, da geht's einfach nur drunter. Ah, hey Jonah, da bin ich wieder. Ich habe nebenbei mal so ein Grab mitgenommen und so. Schon ziemlich was cool. Was werden wir wohl in Kuwagiyaku finden? Fließendes Wasser wäre schön. Das wäre großartig. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. Aber wir müssen noch dahin. Wieso läuft er hier lang? Okay, dann laufen wir mal hier lang. Oh, hier war noch was. Verstehe ich jetzt nicht. Wieso läuft er denn hier hin? Was ist, wenn wir da lang laufen? Achso, jetzt wird mir das hier angezeigt. Ja, okay, na gut. Dann gehen wir mal nach Kuwagiyaku. Das erste Häuschen hier links. Ich hoffe, wir werden hier auch gut aufgenommen und nicht sofort beschossen. Guten Tag. Na gut, brechen wir einfach mal ein. Ach so, das ist einfach nur die Karte. Okay. Hier ist ein Bett. Eigentlich schön hier, so am Wasserfall. Kleines Urlaubsparadies. Auch wenn hier überall Müll rumliegt. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Oh nein. Trinity, runter. Verdammt. Ich dachte, das ist hier mal friedlich. Das sehe ich. Was macht ihr dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Ich krieg dich. Und tschüss. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Die merken gar nichts. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Boah, das ist so cool, dass man sich hier im Schlamm und überall verstecken kann. Bitte, bitte, Square Enix. Bitte, bitte, bitte macht noch mehr solcher Teile. Das darf nicht das Ende einer Trilogie sein. Ich wollte gucken, ob es da hinten eigentlich irgendwas gibt. Ja, gibt es. Die sehen uns doch nicht, oder? Mist! Okay, okay. Ich war zu gierig. Ich hab's verstanden. Ich wollte doch nur zur Kiste. Zum Bergungsgut. Jemand sollte mal nachsehen. Ich mach. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Ich weiß Bescheid. Den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir okay, Jonah nimmt den jetzt.
Dann holen wir uns die Kiste eben später. Das Ding zum letzten Mal gewartet. Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Wir können hier links lang. Was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich glaube, wir müssen sogar hier links lang. Ich nicht. Warum nicht? Wer ist ein Held? Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Tschüss. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Wo ist der eine hin? Da hinten. Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Aber da war noch eine Kiste. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die wir bisher übersehen haben. Okay. Oh, da sind ganz schön viele. Ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Ich stehe nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Dann diskutiert mal schön weiter. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Versteck dich. Dave? Sammy? Typen, sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave? Sammy? Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Da hinten krabbelt Jonah. Der eine schaut jetzt nicht zu uns, aber der schaut noch genau in unsere Richtung. Der soll sich mal mit dem Rücken zu uns gesellen, bitte. Hallo? Wieso guckst du denn hier hin? Hier ist nix. Jetzt zeig mir noch mal deinen schönen Rücken. Na komm. Na komm. Dann muss ich ihn warten. Kann ich ihn trotzdem angreifen? Na gut. Ich dachte, er dreht sich irgendwann mal. Was macht er denn? Weg ist er. Ich wollte mir noch mal eben die Kiste holen. Die da hinten auf uns lauert. Hier gibt es garantiert mehr, was man verpassen könnte. Hier die. Die wollte ich mir doch nur holen. Das Bergungsgut. Na gut, Jonna. Was machst du denn da hinten? Da steht der. Wie komme ich denn da rüber? Ach, hier. Ja, hier ist noch was. Ganz zufällig noch ein bisschen Gold gefunden. Hier ist was drin. Munition. So. Sonst noch was ich verpasst haben könnte? Nö. Oh nein, das kannst du dir abspringen! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja. Nimm das. Und noch eine Pistole. Jetzt haben wir aber hier einiges. Wobei ich immer noch lieber mit Pfeil und Bogen schieße, aber na gut. Hoffentlich waren das die letzten. Ist irgendwie epischer. Das war knapp. Aber ist auch cool. Wie kommen die hierher? Sturmgewehr. Keine Ahnung. Nicht gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Wo die Zwillinge sich finden. Kuwagiaku finden, immer noch. Ja, ich bin auf dem Weg. Neue Ausrüstung erhalten. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Altar, Junge, eine ausbalancierte Pistole. Meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Okay. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Wie war deine Mutter so? Du erzählst nicht viel von ihr. Sie war kreativ, abenteuerlustig. Sie war wahrscheinlich der Klebstoff, der uns zusammenhielt. Nach ihrem Tod war es einsamer.
Die Barriere verbrennen. Feuerfalle herstellen. Oh. Achso, und dann kann ich hier oben wählen. Aber wie denn? Das habe ich gerade nicht gelesen. Aha. Na toll, Moment. Nehmen Pfeil und Bogen. Wie war das jetzt mit den Feuerfallen? R1, okay. R1? Wieso kann ich noch keine Feuerfalle herstellen? Nee, geht noch nicht. R1 drücke ich. Nee. Fehlt mir noch irgendwas für die Feuerpfeile? Nee, habe ich nicht. Nee. Was fehlt mir denn? R1 zum Herstellen halten. Ach so. Das war's. Okay. So viele wie eben geht. 4 Stück. Man darf es nicht im Menü halten. Man muss es außerhalb des Menüs halten. Na gut. So. Aber jetzt. Geh mal aus dem Weg hier, Jonah. Ich will dich nicht ankurkeln. Hübsch. Komm schon, gehen wir. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Kuwagiaku, na endlich. Oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja, alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wir brauchen auf jeden Fall... Oh, größere Taschen. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Da ist Musik. La Chosa del Puergo. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Sieht sie unsere Waffen vor nicht? Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Ach übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, 3. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Tja, frag nicht. Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid? Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Verlieben die zwei sich? Hm? Die passen doch gut zusammen. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Ah, aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Genau. Bist du sicher? Ich habe dir vor einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. Ha, sie hat's gemerkt, dass die beiden gut zueinander passen würden. Ach süß. Okay. Cool. Freunde, Kollegen, sie ist brillant.
Zeit, also nicht. Oh, nein, nichts dergleichen. Nein, ich bin Single. Oh, wie die guckt. Red bloß nicht böse über mich. Sag bloß nichts Schlechtes. Oh, der Blick. Ich spreche nicht mal die Sprache. Cool. Okay, was sagst du denn? Neu hier, gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Cool. Obwohl, mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Ja. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Kommt uns ja ein bisschen bekannt vor. Passiert hier wohl öfter. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht ist hier auch irgendwo ein Lager. Was steht denn hier eigentlich? Was haben wir denn hier? Menü del Dia. Aha. Mhm. Kann ich leider alles nicht lesen. Das ist so schade. Eine schöne Sprache. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Oh. Oh, wo? Du! Du bist eine Händlerin? Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte. Damit du alles hast für die Weiterreise. Oh, wie cool. Danke. Gern geschehen. Ein Händler? Okay, das gefällt mir. Hey, habe ich ihn nicht oben schon mal gesehen? Du sahst ihm doch sehr ähnlich. Nee. Was hast du denn so zu sagen? Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Oh, jetzt spricht sie mit ihm. Wir werden es herausfinden. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Sorry. Neues Basislager entdeckt. Ach hier. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Fähigkeiten. Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Okay, wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Wie nutzen wir den am sinnvollsten? Händler haben wir ja jetzt, dazu brauchen wir aber 3. Überlebensinstinkte halten länger an, nachdem Lara sich bewegt. Auf der Schwierigkeitsstufe 1 mit dem Dschungel werden Feinde, Ressourcen und Objekte erleuchtet angezeigt. Da sind wir ja gar nicht. Das ist, glaube ich, die nächsthöhere Schwierigkeitsstufe dann. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkte. Ich glaube, das ist für den späteren Spielverlauf wichtiger. Oh, das ist... Sie spannen ihre Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das ist auch nicht schlecht. Haut der Schlange haben wir ja erhalten. Erledigen Sie nach lautlos Ausschalten einen 2. Feind, um eine Ausschaltenkette durchzuführen. Ich glaube, das ist nur wichtig für Trophäen. Überreste-Outfits benötigen weniger Ressourcen, um ihre frühere Pracht wiederherzustellen. Aha. Nutzen Sie Konzentrationspflanzen, um Reaktionszeit und verlangsamte Zeitwahrnehmung beim Ziehen zu verbessern. Ja, das wissen wir. Stellen Sie Lockfallen, okay. Stellen Sie Lockpfeile her, okay. Mit allen Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Blenden und betäuben Sie ungepanzerte Gegner für einige Sekunden. Erhöht die Menge an menschengemachten Herstellungsressourcen, die Sie aus jeder Quelle erhalten. Ich kann mich nicht entscheiden. Ach ja, nach der Wundheilung im Kampf widerstehen Sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, das nehmen wir. Auch wenn wir im Dschungel sind, würde ich jetzt ganz gerne mal das Outfit wieder ein bisschen ändern. Bei der Handfeuerwaffe haben wir
Neue Upgrades zur Verfügung. Mehr Schaden. Die beschwerte Mündung stabilisiert die Waffe beim Abfeuern und reduziert den Rückstoß. Das ist auch immer wichtig. Das ist alles wichtig eigentlich. Ich will jetzt noch nicht so viel ausgeben. Ich mach mal die Abendsternstiefel. Warum nicht? Machen wir einfach mal. Oh, wow. Ulala, mit Federn. Wir geben ihr mal dieses Outfit. Wir sind jetzt hier gerade im Dorf und wollen mal ein bisschen nett rumlaufen. Nicht mit dem Jaguar-Hemd, was sie haben. Okay, cool. Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuwak-Yaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Bei dem Wetter. Ich werde darauf achten. Oh, und Omar, halt dich bloß von ihm fern. Es sei denn, du willst Ärger. Oh, das klingt gut. Denkt, er kann in die Stadt kommen und sich nehmen, was er Wir will. Wir wollen immer Ärger. Genau. Schön, ich behalte möglichen Ärger im Auge. Behalt ihn besser in beiden. Karte aktualisiert. Missionen verfügbar. Das sind dann die Nebenmissionen, die wir machen können. Cool. Jetzt können wir wieder mit dem reden, oder? Haben wir doch schon. Sagt er jetzt was Neues? Ich habe 2 Jahre Ach so. Gebraucht, um sie anzusprechen. Okay. Endlich schaffe ich es. Schön für dich. Vergiss nicht, Javier. Nicht mehr als 15 bis 20 Minuten pro Pfund auf dem Feuer. Sonst wird die Haut schwarz und das Fleisch wird zäh. Oh, Mama, das ist mir egal. Gut zu wissen. Oh, hier liegt Holz. Holz. Danke. Na gut. Dann würde ich sagen, wir haben Kuwak-Yaku endlich erreicht. Vielleicht mache ich in der nächsten Folge dann mal die Nebenmission. Mal schauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge von Shadow of the Tomb Raider. Tschüss.